Guten Tag, ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem Train Simulator. Wir fahren fort. Guten Morgen, Lokführer. Du übernimmst heute den Locarno nach Zürich, Interregio 46, auf dem verbleibenden Teil seiner Reise. Sei achtsam während der Fahrt. Der Zug vor dir hat Probleme mit seiner Leistung und ist deshalb langsamer unterwegs. Stell dich also auf gelbe und rote Signale ein. Öffne jetzt die Türen und lass die Fahrgäste einsteigen. Abfahrt ist dann um 59. Erstmal Fenster sauber machen mit den Scheibenwischern und die Türen mit der Taste T öffnen. So, Türen sind freigegeben. Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus der Strecke Gotthard Alpine Classic von Rivet Games aus dem Train Simulator heute. Und zwar in einem Szenario, das in dem Szenario Pack 1 mit dabei ist. Ein erst vor kurzer Zeit veröffentlichtes DLC für die Strecke. Und da fahren wir jetzt mal eins der Szenarien. Und ja, schauen wir mal. Fahrtrichtungswender ist schon in Vorwärtsstellung. Das passt soweit. Dann können wir die Spitzensignale mal hier auf voll einstellen. Wir haben schon Fahrt. Wir dürfen auch mit 100 ausfahren. Dann stellen wir auch mal den V-Regler auf 100. So. Gleich dürften dann die Türen zugehen. Handbremse ist soweit gelöst. Genau. Dann gehen wir einmal in die Wagen rein. Hier Taste 5. Und können hier einmal rüber wechseln. Erste Klasse Wagen, verschiedene Ansichten. Okay. Die Fahrgäste sind jetzt eingestiegen. Bitte fahre um 59 zum nächsten fahrplanmäßigen Halt in Castione Arbedo. Arbedo. Machen wir. Es ist auch schon 59. Die Türen sind zu. Dann Steuerung vom Train Simulator. Bremse lösen. Genau, mit der Taste Ü. Und Leistung aufschalten. Lichter sind an, sehr gut. Und hinten dran haben wir die SBB Einheitswagen. Hier zweite Klasse ist bekannt. Und hinten dran übrigens noch ein Steuerwagen. Gucken wir uns gleich an, allerdings bleiben wir jetzt erstmal hier im Führerstand und schalten mal ein bisschen Leistung auf. Wie viel Leistung wir aufgeschaltet haben, können wir diesen Display hier nehmen. Hier sehen wir, dass wir ungefähr 50% Leistung aufgeschaltet haben. Hier sehen wir auch die aktuelle Geschwindigkeit, V ist. Ich finde, dieses Display sieht von der, ja, so vom von der Art her, vom Design her einfach sehr, sehr komisch aus. So, ich sehe ein Signal, das wir bestätigen müssen. Und insofern müssen wir auch geschwindigkeitstechnisch runter. Unser nächster Halt ist sowieso jetzt gleich in 2 Kilometern Castione. So, jetzt wird Integra einmal hier aufpiepen und wir bestätigen es. Danach folgen 2 Signaltöne und Integra wird insgesamt 6-mal aufleuchten, um praktisch zu warnen und zu sagen, hey, ja, da ist dein haltzeigendes Signal vor dir, nicht vergessen. Auch hier das Vorsignal wird bestätigt. Wir lassen jetzt erstmal rollen. Hier Zup zeigt uns an 0 km/h am nächsten Hauptsignal. Das heißt also im Grunde genommen Halt.
Wir haben auch nicht so gute Rollverhältnisse heute, ne? Also es ist nass, es regnet. Ein nasser Sommerabend. Oder wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ah, morgen. Kein Abend. So, auch das bestätigen wir. Achso, ne, okay, das war das Hauptsignal, ne? Oh, hier hinten dran der Steuerwagen. Das wäre eine Strecke für den TSW, ne? Das wird dort sehr, sehr gut aussehen im TSW. Auch mit dem Fahrzeug, ja, ne? Hätte ich nichts dagegen. Bisschen Leistung schalten wir dann doch auf, weil wir jetzt auch nicht zu spät kommen wollen. Wir müssen nämlich eigentlich in einer Minute da sein. Dann leiten wir mal die Bremsung ein. Nehmen mal die E-Bremse voll rein. Ups, ne, nicht Notbremse. Und die Zugbremse auch. Ja, das passt. Das passt sogar sehr gut. Türen auf. Kann aber hier durch die Wagen flitzen. So, wir lösen schon mal ein wenig die Zugbremse. Links fährt ein Steuerwagen ein. Fahrgäste sind eingestiegen und wir fahren ab. So. Ah, die Bremsen lösen tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell. Nächster Halt ist dann in 15 Kilometer, nämlich Biaschka. Das heißt also, wir können die Geschwindigkeit ausfahren, die wir aktuell ausfahren dürfen, nämlich 120, stellen wir auf unserem V-Sollsteller auch noch ein. Haben aber nach wie vor halt zu erwarten. Leider. Deshalb fahren wir jetzt mal nicht zu schnell. Wird natürlich bestätigt. Was ich am Führerstand hier sehr cool finde, ist, dass. Ne, Moment, das nicht. Das hier. Dass man dieses Bedienpult hier einfach tatsächlich. Hin und her schieben kann. Solche kleinen Spielereien, ihr kennt's. Finde ich immer toll. So, nächstes Hauptsignal zeigt gelb an, beziehungsweise das Vorsignal da zeigt gelb an. Oh, wir haben Radschlupf. Sehr schön, das Signal ist umgesprungen. Heißt also, wir schalten mal ein bisschen Leistung auf. Und schauen, dass wir
Oder in dem Moment galt das für uns? Nee, ne? Wir haben doch freie Fahrt, oder? Wobei da vorne ist schon wieder was Gelbes. Dann bremsen wir natürlich wieder ein bisschen rein. Nehmen dazu die E-Bremse. Und bestätigen natürlich. Ups, ne? Emergency wollte ich dann doch nicht. Muss natürlich gucken, dass wir jetzt nicht ein rotes Signal überfahren. Das wäre fatal. Klaro. Ist das eigentlich Italien? Nee, ne? So, wir lassen mal rollen. Wir. Und schauen mal auf die Signale. Boah, ich sehe es gelb leuchten. Bügelfeuer da am Start. 125 dürften wir theoretisch fahren. Stell dich mal ein, aber ja, das bringt ja nichts, auf die Geschwindigkeit einmal hoch zu preschen, um dann wieder direkt runter zu bremsen. Kann ja natürlich immer sein, dass wir ein haltzeigendes Signal vor uns haben. Allerdings ist das Signal gerade umgesprungen. So, dann beschleunigen wir wieder ein bisschen. Schön, oder? Ich habe allerdings Angst, dass jetzt ein Vorsignal kommt, das wir wieder bestätigen müssen. Deshalb bin ich jetzt nicht zu viel in der Außenkamera bzw. in der Fahrgastperspektive. Aber auch das Signal passt soweit. Von daher, ja. Schön, ne? Auch herrlich. Das gibt einem richtig Lust, hier wirklich mitzufahren in Realität. Auch bei so einem Sauwetter. Da liebe ich es ja am ehesten noch, Zug zu fahren. So, Fenster lassen sich nicht bedienen. Tür. Ah, okay. Das lässt sich öffnen. Ups, jetzt habe ich nicht gesehen, welche Geschwindigkeit freigegeben ist. 100. So. So richtig Leistung will er nicht mehr aufschalten. Na gut. So, auch da wieder grün vor uns. Sehr schön.
Die Lok ist im Einsatz seit dem Jahr 2000, meine ich. Unterwegs auf schweizerischen Schienen und wir haben halt zu erwarten. Dann bremsen wir mal rein. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt, dass wir fahren können. So. Ah. Jetzt habe ich aus Versehen. Das ist natürlich immer das Problem, wenn man die Steuerung vom TSW halt gewöhnt ist. Dann möchte man die Bremse lösen mit der Taste Ä. Im Train Simulator ist es allerdings bei den meisten Fahrzeugen, zumindest hier bei dem auch, mit der Taste Ü. Wenn man die Taste Ä drückt, dann zieht er genauso wie mit der Taste Ö die Bremse an. Und dann statt dass die Bremsen gelöst werden, sagt man der Lok, hey, mach mal hier eine Notbremse. Weil man die Bremse komplett anzieht. Das ist natürlich problematisch. Aber okay. Schön hier diese Riesenberge, diese Bergmassive. Zu. Warum kommen wir da nicht rein? Und von der Seite rein? Auch nicht. So, schauen wir auf die Signale. Ich glaube, wir sind doch alle an einem grünen Signal vorbeigefahren, ne? Radschlupf. So viel Leistung aufgeschaltet. Hier ist er halt in etwas mehr als 3,5 Kilometern. Boutique. Einmal hier in den Tunnel rein. Oh, love it. Tunnel-Sounds, herrlich. Mit so einem schönen Schall. So, wir bestätigen natürlich. Gehen wir mal in Nullstellung. Hm. 80 sind freigegeben. Wow. Was habe ich gemacht? Weiß ich nicht. Ich habe aus Versehen auf die Taste X gedrückt. Was machen wir mit X? Weiß ich nicht. Ah, wir fahren. Wird schon nicht so schlimm gewesen sein. So, wir bestätigen.
Ja, unterwegs auf der Gotthardbahn, auf jeden Fall einer der vielleicht interessantesten und schönsten Strecken in der Schweiz. Erstmal schauen wir auf die Signale. Müssen wir eigentlich anhalten? Ja, wir müssen anhalten. So. Das ist nämlich Biaschka. Also ich gehe mal davon aus, dass es italienisch ausgesprochen wird. Ach, jetzt habe ich schon wieder den gleichen Fehler wie vorhin gemacht beim Bremsen. Nämlich mal eben die Notbremse gezogen. Ja, das ist halt die Sache, ne? Wenn man so viel TSW spielt und dann hier plötzlich im Train Simulator sitzt, dann sind das halt eben diese eingeübten Tastenkombinationen, die dann hier einfach nicht mehr funktionieren oder nicht mehr einwandfrei funktionieren. So, ich denke mal, das reicht soweit. Jawohl. So, wir halten an und öffnen die Türen. Die gesamte Strecke geht von Erstfeld bis nach Bellinzona. Also praktisch einmal über die italienische Grenze. Und wir sind, glaube ich, nee, wir sind noch in der Schweiz, ne, weil wir sind hier im Tessin, meine ich. Fahrgäste sind eingestiegen. Fahre bitte sobald wie möglich zum nächsten fahrplanmäßigen Halt in Bodo. Alles klaro. Bodo, wir kommen. Halte ich fest. Also, was sagt das Signal? Das Signal sagt, wir dürfen fahren. Genau. Ja, also, die eigentliche Strecke beginnt in Immensee und führt halt eigentlich bis ganz runter nach Chiasso. Beziehungsweise sogar nach Como, zum Como-See. Auf jeden Fall bis Chiasso. Chiasso ist, glaube ich, noch in der Schweiz. Und Como, das glaube ich, aber offiziell nicht zur Strecke mit dazugezählt wird, ist dann Italien. Oder ist Chiasso? Ne, Chiasso ist, glaube ich, auch Schweiz. Ja, ihr seht es also. Geografie schwierig. Schwierig. Aber ich gucke nach. Chiasso. Chiasso liegt in der Gemeinde im Schweizer Kanton Tessin, also auch im Tessin. Und ist Grenzbahnhof zwischen Schweiz und Italien. Okay, also die Strecke komplett in der Schweiz. Allerdings, das Tessin ist generell sehr stark italienisch, hat sehr starken italienischen Einfluss. Insofern, es wird ja auch Chiasso ausgesprochen und nicht Chiasso oder so. Das ist ja dann tendenziell die italienische Aussprache. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg nach Bodo. Hier in Biasca oder Biaschka, Biascha, Biasca gehalten. Nicht Bodo, Bodio. Da ist noch ein I dazwischen. Das habe ich ja komplett übersehen. Bodo, Bodio. Da haben wir gehalten. Bodio ist eine politische Gemeinde im Kreis Giornico im Bezirk Leventina des Kantons Tessin in der Schweiz. Ein kleines Örtchen,
hat 911 Einwohnerinnen und Einwohner, was, sagen wir mal, nicht allzu viel ist. Wir stellen erstmal den V-Soll-Steller auf 95. Ja, Budio. Kleines Örtchen. Erstmalige Erwähnung im Jahr 1227. Und ich glaube, das nächste Signal möchte von uns bestätigt werden. Also Leistung einmal auf 0 setzen. Und E-Bremse schon mal rein. Bestätigen. Und hoffen, dass das nächste Hauptsignal nicht rot ist. Auch wenn es möglicherweise Fail. Da steht einfach Fail. Naja. Das könnte der Name dieser Folge noch werden. Fail. Oh. Mal schauen, ist auf jeden Fall eingeloggt. Fail. 105 dürfen wir jetzt gleich fahren. Sehr schön. Also einmal hier auf den V-Sollsteller. 105 eingestellt und da unser Signal auch schon wieder Fahrt zeigt, beschleunigen wir jetzt auch direkt. Jawohl, wir beschleunigen. Ja, Radstopp sollten wir vermeiden. Keine gute Idee. Ja. Hm. Okay, nächstes Signal darf wieder bestätigt werden. Muss sogar, könnte man sagen. Machen wir jetzt auch. Natürlich. Und müssen eh anhalten, weil Bodio, der Ort, der nicht einmal 1000 EinwohnerInnen hat, auf uns wartet hinter dieser Kurve. Mal schauen, wie viele von diesen, wie viel Prozent der EinwohnerInnen hier einsteigt. Aber krass, dass die einfach vermutlich besser angeschlossen sind an ein Zugnetz als 80% von Ostdeutschland. Also, naja. Schweiz halt, ne? Die lieben ihre Eisenbahnen. In Deutschland liebt man leider Eisenbahnen nicht so. In Deutschland liebt man eher Autos. Schon seit der frühesten Kindheit wird einem das einsozialisiert. Autos sind toll. Fängt schon an mit dem Autospielteppich. Tja. Aber so ein Straßenbahnspielteppich, den gibt's nicht. Schade aber auch. Schade für Deutschland. Naja, aber glücklicherweise sind wir jetzt gerade nicht in... Oh Gott, ist das ein kurzer Bahnsteig. Hier passt aber unser Zug nicht rein, liebe Freunde von Rivet Games. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, hier zu halten. Aber das würde man in Realität nicht tun. Ja dann. Viel Spaß beim Runterfallen aus dem Waggon, liebe Fahrgäste. Die Türen bleiben auch zu. Immerhin öffnen sich die Türen der Waggons, die am Bahnsteig stehen. Ein bisschen Güterwagen abgestellt. Und ein Fluss. Sehr schön. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Wassertextur im Train Simulator besser als im TSW. Ja, ist so. Fahrgäste sind jetzt eingestiegen, bitte fahren Sie ab. Jawohl. Machen wir. Fahren wir ab. Wir lösen die Bremsen und schalten Leistung auf. Signal sagt
Let's go. Das ist der offizielle Signalbegriff. Let's go. Oder wie man hier vielleicht sagen würde, Andiamo. Nächster Halt ist Lavorgo in 12,5 Kilometern. Und das ist auch unser letzter Halt heute. Da endet unsere Fahrt. Es sei denn, sie endet frühzeitig, weil ich hier die ganze Zeit Radschlupf habe. Und wir irgendwann unseren Rädern Flachstellen eingefahren haben. Nach Lavorgo. Auch das im Kanton Tessin in der Schweiz. Und auf Lavorgo hat sage und schreibe Stand 31. Dezember 2005 ganze 250 EinwohnerInnen. 250, die passen alle in diesen Zug hinein. Wir könnten diese komplette Stadt in unseren Zug einsteigen lassen. Und sie wohin transportieren. Also was heißt Stadt? Das ist keine Stadt, das ist eine Ortschaft. Finde ich auf jeden Fall witzig, dass hier einfach so ein Interregio hält. Aber ja, in Chemnitz haben lange Zeit nicht mal Intercities gehalten. Also, tja, was will man machen? 615 Meter über dem Meeresspiegel. Am oberen Ende der Biaskina-Schlucht. Interessant auf jeden Fall. Wenn man aus dem Norden kommt, ist Lavorgo das letzte Dorf mit nördlichem Charakter und alten Leventineser Holzhäusern. Interessant. Von Lavorgo aus können Ortschaften auf höher gelegenen Terrassen erreicht werden. Diese sind Calonico, Anzonico, Cavagnago und Sobrio. Aha. Interessant. Hallihallo. So, 9 Kilometer noch und wir gönnen uns hier schön die Landschaft. Ach, das ist doch so schön. Hier würde ich gerne mal als in echt und im TSW zum Beispiel auch als Fahrgast mitfahren. Das wäre mal cool. Gibt es eigentlich in der Schweiz so etwas wie Hektometertafeln? Ich sehe nämlich keine. So, wo fahren wir hier vorbei? Oh. Weiß man nicht, stand da nicht. Ah, das war Giornico. Der Bahnhof von Giornico, wo der Personenverkehr mittlerweile aufgehoben wurde. Da hielten früher mal Züge, aber heute nicht mehr. Vielleicht leben da auch gar keine Menschen mehr, sondern nur noch ein paar Kühe und Schafe. Von Kühen und Schafen, das wäre auch ein guter Folgentitel. Wir bestätigen. Immerhin bisher kein haltzeigendes Signal vor uns. Da oben, das müsste die Brenner-Autobahn sein. Nee, die, nicht. Nee, das ist... Die Piano-Tondo-Brücke. So heißt sie. Piano-Tondo-Brücke. Kann man mal googeln. Moin. Oder grüezi.
Ne? So sieht das hier aus. Irgendwie am Radschlupf. Und was bist du hier? Auch so ein ehemaliges Bahnhäuschen. Wahnsinn, dieses Tunnelmassiv. Und hier haben wir, glaube ich, diese berühmten Kreiskehrtunnel. Den sogenannten Travit-Tunnel mit einer Länge von 1,5 Kilometern, wo wir im Grunde genommen ja uns in so einer Art helixartigen, in so einem Art helixartigen Streckenverlauf langsam in diesem Fall jetzt nach oben bewegen, also Höhenmeter gewinnen. Wir haben auch eine Steigung von 27,4 pro Mille. Prozent wäre ein bisschen sehr viel. Promille, das ist eine verdammt große Steigung. Das ist praktisch. Wo sind wir? Also wir fahren hier rein, hier unten. Ne? Da sind wir gerade reingefahren. Und dann schlängeln wir uns hoch und kommen dann. Wo kommen wir denn dann da raus? Ich denke mal hier. Und dann schlängeln wir uns weiter hoch und kommen dann hier raus. Und dann sind wir am Ende hier oben. Also können wir. Ah! Nein! Ich habe eine Notbremse kassiert. Das Signal dort hätte bestätigt. Ach, da sind wir. Das Signal hätte bestätigt werden müssen. Tja. Okay. My bad. So, einmal auf Null stellen und hoffentlich können wir schon weiterfahren. Uff, wir rollen. Wir rollen aber in die falsche Richtung. Nicht gut. Wo ist denn die Lokbremse? Die Lokbremse ist. Das ist die Zugbremse. Lokbremse. Lokbremse ziehen wir mal voll an. Jetzt wird es kompliziert mit dem Anfahren. Hier stehen zu bleiben, eine sehr schlechte Idee. Zugbremse lösen wir. Ich hoffe, wir rollen nicht weg. Und doch, wir rollen weg. So. Oh. Das ist nicht gut. Ja. Wie schaffen wir jetzt, hier wieder wegzukommen? Wenn wir ganz schnell lösen und ganz schnell Leistung aufschalten. Hier noch die Lokbremse ein bisschen angezogen. So, und jetzt müssen wir schnell sein. Also lösen. Leistung aufschalten, Lokbremse lösen und Andiamo. Komm schon. Oh nein. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Tja. Da haben uns jetzt die Kreiskehrtunnel im Grunde genommen das Genick gebrochen. Das schwierig.
Wir könnten es noch einmal versuchen. Haben wir hier einen Sander? Wir haben doch bestimmt einen Sander. Sander, was bist du? Sandstreuer. Ah, jetzt weiß ich, die Taste X ist der Sandstreuer. Wir versuchen es noch einmal mit dem Sandstreuer, also. Ne, das wird nichts. Keine Chance. Keine Chance. Absolut keine Chance. Tja. Genickbruch durch Kreiskehrtunnel. Das ist doch der Titel der heutigen Folge. Tja, 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 tja. So endet das Ganze hier heute. Wir kommen leider nicht mehr an unserer Endstation. Es klappt nicht. Geht nicht. Dieses absolut imposante Bauwerk hat leider dazu geführt. Oh, ist das schön hier. Hat leider dazu geführt, dass wir nicht mehr weiterfahren können. Dann muss ich mich leider, leider etwas früher als eigentlich beabsichtigt von euch verabschieden. Wo sind wir denn? Da sind wir. Und danke euch trotzdem ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.